Wir beschäftigen uns mit Räumen und deren Berechnungen und wir brauchen mal eine Vorüberlegung dazu. Es ist folgendes Modell gegeben. Wir haben hier einen Quader, alles rechte Winkel und so weiter, also schön rechteckig, ganz sauber. Grundfläche, Fläche und Deckfläche sind gleich. Und wir wollten D ermitteln, D. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen, hier habe ich L, B und K rangeschrieben, man kann auch ABC oder XYZ oder sonst was ranschreiben. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen die ganze Sache aufsplitten und zwar machen wir das so, dass wir sagen, wir fangen erstmal mit der unteren Diagonale an, mit der F. Da ergibt sich folgende Skizze. Wir schreiben hier die Größen ran und zwar das ist unser L. Ne? Hier, dieses L ist das. Also ich habe jetzt das Räumliche wieder auf Fläche gedreht. Hier habe ich einen rechten Winkel. Hier habe ich genauso unser B und hier ist das F. Demzufolge ergibt sich nach Pythi F Quadrat ist gleich B Quadrat plus L Quadrat oder umgekehrt. Jetzt kommt die nächste Skizze in Rot. Hier drauf steht auf der Flächendiagonale F steht ein rechtwinkliges Dreieck. Das hat hier seinen rechten Winkel. Demzufolge haben wir noch eine weitere Skizze. Das wird unser D. Hier haben wir unser F. Oder ich mache es mal auch blau dazu. Das ist unser F. Und das andere hier ist unser K. Hier, dieses. Hier ist ja K auch nochmal. Hier haben wir wieder unseren rechten Winkel. Und hier ist es D. Demzufolge ergibt sich D Quadrat ist F Quadrat plus K Quadrat. Aber was ist F Quadrat? Und statt jetzt hier umständlich F zu berechnen, eine Wurzel zu nehmen und dann noch vielleicht mit ein paar Kommastellen sich noch alles zu versauen, machen wir es einfach. Wir schreiben D Quadrat ist also, und stattdessen, hier F ist ja das, schreiben wir B Quadrat plus L Quadrat plus K Quadrat. Und dann kann man rechnen. Das als Vorübung. Wir kommen zu der nächsten Aufgabe.